Moin moin und herzlich willkommen. Boah, ich lieb die Charaktere hier, wie die hier einfach einen zulabern. So, ich muss aber noch mal ein bisschen so. Ein bisschen rauszoomen. Und ich will mal schauen, dass wir irgendwie mal aufsteigen. Was für ein Level haben wir? Wir haben 0 Erinnerungspunkte auf jeden Fall. Handwerkspunkte können wir noch mal ein bisschen was machen. Lernpunkte, Stufe 5 sind wir. Klasse Klingentänzerin. Wie hat sich die Klasse entschieden, dass wir eine Klingentänzerin sind? Das würde ich gerne wissen. Und warte mal, haben wir sonst noch irgendwie Undusis Schlüssel, Geselle, Teleport nach Ark? Haben wir 4 Stück, Teleport zum Sonnentempel. Rätseln haben wir ein paar. Windwurz, warte mal. Hatten wir nicht noch irgendwie Lehrbuch Psionik, aber das ist etwas Höheres. Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ich suche Arbeit. Fremdländer, was? Lass mich mal überlegen. Ihr könnt mal bei den Bauern an der Küste nachfragen. Oder die Goldene Sichel. Da gibt's immer gut bezahlte Arbeit. Okay, gestartet. Bei der Goldenen Sichel nach Arbeit fragen. Dann machen wir das. Beziehungsweise ich gucke mal. Bei Goldenen Sichel nach Arbeit fragen. Okay. So, Enderal ist das einzige Land der zivilisierten Welt, das ausschließlich von dem Orden der Götter namentlich... Ich finde, es lädt ein bisschen zu schnell, wenn ich das alles lesen will. Okay, wir machen das so. Wenn ihr das lesen wollt, was da steht, dann könnt ihr dann gerne einfach pausieren. Ich schaffe das nicht zu lesen. Das lädt zu schnell. Konter zur goldenen Sichel. Hier bei ihm. Mal fast zum Gruß. Mendulus voller Beutel. Ja. Was verkauft ihr hier? Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Dann kann ich ihm noch ein bisschen was verkaufen. Wie viel Geld hat er? 737 Groschen. So, Axt, Bauplan, Eisenharnisch, Langbogen, Lederarmschutz, Rotheber, Dietrich. Hier sind Einzelteile. Ein Krustenbrot. Brot mit 3 O's. Feinstahlharnisch. Der sieht ja cool aus. Und gibt doch mal schwere Rüstung. Kostet aber sehr viel. Wie viel Geld haben wir? Ach, er hat 976. Würde ich den hier nehmen wollen? So, ein Geistertuch. Genesungstrank einfach, ranzig, grüner Apfel, Alchemiemeister. So, Holz, Honig, Karotte, Käserad, Käsestück, Laterne, Leersalze. So, das ist alles sehr, sehr teuer hier auch, finde ich. Metallstück des alten Volkes. Ochsenschoppen, Apfelwein. Schmieröl. Okay. Stab der Seelenfalle. Stab des Feuerzorns. Stärketrank, Teller. Blitzheilung. Heilt euch um 25 Punkte Lebensenergie. Verschlimmert euer Kanistenfieber um 5%. Ich glaube, hier will ich trotzdem irgendwie nicht so sehr in Richtung Magie gehen, sagen wir mal so. Hier ist es ein bisschen gefährlicher. Achtung. Alte Kristallmünze, ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Ich behalte die erstmal. Bauplan, Eisenhandschuhe, ich glaube, die machen wir mal weg. Bericht eines unbekannten Reisenden.
Komm, wir werden noch die Möglichkeit haben, die alle zurückzukaufen. So, die edlen Schuhe können weg. Warte mal, wir fangen mal von hier so an. Eisenschwert. Verkaufe ich das mal. Beziehungsweise den muss ich ja auch als Favorit entfernen. Wir bleiben jetzt bei der Stahlkriegsaxt. Hier, was haben wir? Einmal den, dann zweimal das. Feine Armbinden, feiner Hut. Den behalten wir. Ilianisches Gewand. Lederschuhe, Lederstiefel können weg. Verstärkter Lederschild kann auch weg. Dass wir dann bei denen hier bleiben. Mana wiederherstellen, Trank widerstehen. Widerstehe Frostschaden Ambrosia. Das, okay. Krankheitsheiltrank. Okay, die machen. Okay, die behalten wir mal. Die behalten wir auch mal. Das behalten wir alles. So, ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Die Achtung. Rezept Ambrosia behalten wir, weil wir das. Chymikum Schnelligkeit brauchen wir nicht. Ein geografischer Überblick brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. So, der 1040 Gold noch. Wir haben ein bisschen Verlust gemacht. Was genau ist das hier, die goldene Sichel? Ihr seid Fremdländer, nicht wahr? Die goldene Sichel ist die älteste Händlergilde auf Ark. Wir vereinen gut die halbe Handelskraft des Landes, von Datteln bis zu Schattenstahl. Und wir stehen ein für rechtmäßigen Handel vor den Augen des Herrn. Stehen Runzeln vor den Augen des Herrn? Ja, im Gegensatz zu so manch anderen achten wir bei unseren Geschäften die heiligen Verse. Wir respektieren harte Arbeit, Wegestreue und die Liebe zum Geschäft. Okay, verstehe. Und wie genau funktioniert diese Zusammenarbeit? Ganz einfach. Wer Teil unserer Gemeinschaft werden will, muss zum Wohle aller arbeiten. Entweder durch Abgaben aus seinem Geschäft oder das Erfüllen von Aufträgen. Und im Gegenzug dafür erhält er dann irgendwann unser Symbol, was ihn als Händler von Ehre auszeichnet. Schreitet wohl. Ah, okay. Gibt es eine Möglichkeit, sich irgendwie bei euch zu verdingen? Eine Möglichkeit gibt es immer. Aber wenn die goldene Sichel jedem dahergelaufenen Tagelöhner vertrauen würde, wären wir schon bankrott gewesen, bevor die ersten Vasallen Endaral überhaupt entdeckt hätten. Aber? Wenn es euch wirklich wichtig ist, dann beweist mir, dass ihr es ernst meint. So einfach ist das. Okay, wie soll ich das tun? Naja, hört euch eben um, geht den Leuten hier zur Hand. Ihr werdet schon irgendwas finden, wenn ihr euer Hirn dabei einschaltet. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss hier weitermachen. Diese Abrechnungen schreiben sich nicht von selbst. Ich habe eine Hand geliehen, wo ich konnte. Reichen meine Empfehlungen? Lasst mich überlegen. Nein, weil ihr noch niemandem geholfen habt. Seid ihr schwachsinnig oder soll das witzig sein? Vergeudet nicht meine Zeit. Okay. Aber wir haben hier ein paar... wo geht's hier 20 raus? 20 Pfund Mehl. Ach, hier. Okay, aber wir haben ein paar Aufgaben, die wir erledigt bekommen müssen. Ja, dann würde ich vielleicht einen Fuß in der Tür im Konto nach Arbeit fragen. Hatten wir ja. Ja, nach dem rechten See. Selbst beim Tanzen Nomaden suchen würde ich noch nicht machen. Ich will noch nicht die Hauptquest hier erledigen. Fangen wir von hier unten an. Wissen über andere Sammeln? Nein. Ein Weg? Nein. Alle Band? Nein. Beim Bürgermeister kundigen, was mit seiner Gefährtin Mathilda nicht stimmt. Fangen wir mit dem Bürgermeister an. Manche Monster haben Resistenzen gegenüber bestimmten Schadenstypen. Ah, okay, ist auch gut zu wissen. Moment mal.
der falsche Bürgermeister. So, Geheimnisse. Herausfinden, was der Schlüssel aus ihrer Schatulle öffnet. Die Aufträge an der Anschlagtafel lesen und Kopfgeldmission entgegen. Turm mal am Wachturm vor A, 5 Hammervogeleier aus der Umgebung des Turms bringen. Fangen wir damit dann an. Mesdames. Ahoi. Ahoi. Gehen wir mal raus. Für ihn müssen wir ja auch noch was machen. Und für die eine Dame hier diesen einen Viech da ausschalten, erledigen. Müsste ich dann vielleicht eher auf Bogenschütze gehen? So. Madame. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Also in der Nähe des Turms. In der Nähe des Turms. Muss. Madame. Madame. Warte mal. Sucht im Namen des Ordens. Der Brigant Kroko hat sich zahlreiche gemeingefährlicher Verbrechen schuldigen. Darunter Plünderung, vielfacher Mord und Wegelosigkeit. Ohne jegliche Rücksichtnahme auf das Wohl der Gemeinschaft. Jegliche Hinweise, die zu seiner Erfassung führen werden, werden großzügig entlohnt. Den muss ich finden. Okay. Lass mich raten, er ist das. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Nope, noch nicht. Nee, dieses Turms muss ich suchen, ne? Nach diesen Eiern. Wo genau muss ich danach suchen? Da. Also, das ist kein Bandit. Maros Schäfersmann. So, Hammervogeleier. 5 Stück. Wie sehen die, also wie die aussehen, weiß ich, aber wie sehen die auf in offener Wildbahn aus, sagen wir so. Okay, ich finde es aber gut, dass das nicht, dass hier nicht alles einfach so random markiert wird, dass man einfach nur abklappern muss, dass man schon wirklich suchen muss. Oder auch erstmal wissen muss, wie das, da sehe ich ein Nest. Hammervogelnest. Den ersten haben wir. Okay, das heißt, hier muss ich suchen. Dann wissen wir zumindest, wie das aussieht. Jo, haben wir geschafft. Ich glaube, hier bin ich aber. Hier bin ich schon, glaube ich, zu weit vom Weg abgekommen. Und lass mir raten, das Viech will mich jetzt auch noch attackieren. Ist das ein Hammervogel? Ich glaube schon. So, und ich finde es gut, dass die Krabben mich hier erstmal auch in Ruhe lassen. Da ist ein Pferd. Was ist denn hier passiert? Mana-Fluss Tank 20?
Was ist denn hier passiert? Dass wir jetzt stehlen? Okay, was ist da? Was will mich angreifen? Wer hat hier Aggro auf mich? Die Krabbe, ernsthaft? Eine Königskrabbe? So, hast du davon? Krabbenpanzer. Ich finde schade, dass das Pferd jetzt stehlen ist. So, ich brauche aber noch ein paar Nester. Silbererz. Gut, dass wir die Spitzhacke mitgenommen haben. Diese Erzader ist erschöpft. Ich glaube, 30 Tage warten, dann sind wir wieder da. Da ist noch ein Nest. Hammervogelnest. 2 von 5 haben wir. Okay, ist aber auch ein weites Gebiet hier, was ich absuchen darf. Vielleicht noch weiter hoch? Ich finde schade, dass das Ding jetzt leer ist. Da ist ein Wolf. Ich glaube, das sind Hammervögel. Das sind 3 Wölfe. Der Kampf wäre zu viel für mich gegen 3 Wölfe. Aber immerhin wissen wir, dass wir auf diesen Fels vorspringen hier. Suchen müssen. Dass sie nicht einfach so random auf dem Boden irgendwo verteilt sind, sondern wirklich schon bei den Felsdingern. Wieso rennt er auch noch drumherum? So. Ich würde sagen, hier hoch. Nein! Ich wollte springen. Quecksilber. Quecksilbererz. So. Ich mache hier aber einen kleinen kurzen Break. Ich hole mir eine neue Dose Energy. Und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. So, und da bin ich wieder.
Wir suchen noch weitere 3 Vogelnester. Und hier. Wo ging es da nochmal hoch? Ich glaube, darum. Scherkappe. Ich weiß nicht, soll ich das alles überhaupt mitnehmen, was ich hier loote? Ich glaube, ich habe schon den Weg nach oben gefunden. Komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch? Ja! Wieso ist die Musik jetzt still? Okay, hat sich nur geändert. Ich frag mich, ob es hier oben noch mehr von den Hammervogeleiern gibt. Ich müsste aber auch mal jetzt, glaube ich, was essen. Wir gönnen uns mal eine Brezel. Das müsste jetzt ein bisschen die Gesundheit auffüllen. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt... Okay, ich sehe da was, was vielleicht mal gefixt werden müsste. Muss man bei Schnur AI einfach mal vielleicht ansprechen, dass ich da was entdeckt habe? Automatisch speichern, okay. Aber ich sehe hier jetzt erstmal keine weiteren Vogelnester. Und ich glaube, noch weiter hoch komme ich jetzt auch nicht, oder? Okay, hier kann ich drunter her. Was ich aber nicht will, ich will nach oben. Aber ich finde das nicht so schlimm. Gerade weil das eigentlich eher ein Mod-Projekt ist, statt ein richtiges AAA-Spiel oder so. Und es kostenlos zur Verfügung steht. Ist das gar nicht schlimm. Weil ich feiere das einfach, dass Leute sich da zusammengesetzt haben, ein so geiles Spiel rauszubringen und es auch kostenlos ist. Einzige, was man haben muss, ist die Vollversion von Skyrim. Das ist die einzige Voraussetzung, um das hier spielen zu dürfen. Und das finde ich echt super. Ich glaube, das mit den Eiern wird schwieriger als gedacht. Derzeit haben wir ja 2 gefunden. Von 3. Ich glaube, da könnten noch welche sein. Das sind die Hammervögel, ne? Einfach beobachten, hat er gesagt. Also, ich glaube, da wo die Vögel sind, da ist auch immer... Hoppala. Da wo die Vögel sind, ist immer ein Nest. Ja, hier ist 1. Er gibt sogar Sinn, tatsächlich. Der, hatte der eine Typ nicht auch gesagt, da wo, wo die Vögel sind, ist 1? Dessen Namen ich mir niemals merken werde. Da ist auch 1. Da ist gerade ein Vogel gelandet.
Und da schwirrt auch noch einer rum. Okay, also wir wissen wohin. Ich würde nur gern jetzt sehen, wo das Nest ist. Oh, was haben wir hier? Ja. Nice. Gold habe ich nie was dagegen. Gold nehme ich immer alles mit. Schloss geknackt. Neues Schloss geknackt. Ah, okay. Okay, hier gab es doch noch einen irgendwo. Da. Also da vorne ist auch noch irgendwo eins. Jetzt kommt irgendwo unter der Brücke da. Hallo. Ich will mich bewegen. Wo ist denn der eine Vogel? Der eine ist ja, landet immer da. Und das ist der andere. Den beobachte ich jetzt mal. Land da oben auf dem Dach. Wie komme ich da aufs Dach? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich da hoch? Hallo. So. Wir haben alle Eier. Wir haben fünf. So. Momo Gundraff. Ja, die schon wieder? Ahoi. Ahoi. Ja, komm hoch. Da ist die Straße, da will ich wieder hin. Dann wird es ihn sicherlich erfreuen, dass wir seine fünf Eier gefunden haben. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Sehen die hier nach den Eiern aus, die ihr sucht? Ja, das sind sie. Großartig. Wirklich großartig. Hier, das habt ihr euch mehr als verdient. Jetzt muss er nur noch... Ja, das sollte klappen. Sagt, wärt ihr gewillt, ihm noch weiterhin zu helfen? Je nachdem, wie gut die Zucht verläuft, würde er auch noch mit anderen Vogelgattungen experimentieren. Feuervögel, Laubmöwen und Gipfelstürmer, um sie beim Namen zu nennen. Bringt mir ein paar Eier von ihnen und ihr werdet es nicht bereuen. Feuervögel, Laubmöwen und Gipfelstürmer? In Ordnung, aber das kann etwas dauern. Keine Ursache. Ihr werdet ihn bis auf Weiteres hier finden. Viel Erfolg! Vier Vogelfeier. Ihr seid Stufe 6 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Nice! Wird trotzdem nochmal weiter auf Lebensenergie gehen. Wir sind aufgestiegen, das heißt. Ja, okay, so, wenn wir jetzt nochmal hier hingehen, mal gucken, welche Richtung wir dieses Mal gehen. Was ist das hier? Schatten des Windes. Passende Rüstung. Passende Rüstung. Die Erinnerung des Vagabunden schulen euch in Umgang mit Giften und Tinkturen sowie dem Einsatz leichter Rüstung. Nee.
Geschickte Hände. Lehrlingsschlösser sind 25% einfacher knackbar und euer Rüstungswert steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausrüstet. Ah, okay. Ich muss starke Sehne erstmal. Die Erinnerung des Gauners vereinen die Effekte. Die effektive Führung des Bogens mit dem Knacken von Schlössern. Ich weiß nicht. Hinterhältig. Die Erinnerung des Infiltrators verbessern eure Fähigkeit zu schleichen, eure Rhetorik und eure Fingerfertigkeit. Du vereinst die Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner im Schleichen erkennen können, sinkt um 15%. Eure Preise bei Händlern verbessern sich um 7%. Ich will vielleicht doch noch... oder warte mal, was macht das hier? Netz der Seelen. Die Erinnerung des Phasmalist erlauben es euch, durch euer Wissen um Verzauberungen Geisterbegleiter aus den Seelen Verstorbener zu konstruieren. Der Phasmalist ist mit jedem Spielstil kompatibel. Schurke, Magier, Krieger. Aha. Warte mal. Krieger, Magier, Schurke. Und dann haben wir hier den Phasmalisten. Was ist das hier? Lykanthrop, Wolfsblut. Mit dieser Erinnerung kann euer Körper Wolfsblut, Elixiere und Chimika verwerten und ermöglicht euch somit die Verwandlung. Auf dieser Stufe ist die Wirkdauer eines Lykanthropen-Trankes auf 3 Minuten begrenzt. Die Stärke der Wolfsform eines Lykanthropen errechnet sich aus verschiedenen Faktoren. Allem voran eure Alchemie, euren Attributen und euren Waffenzaubern. Einzelne Aspekte eurer Verwandlung können durch Chimika verstärkt werden. Der Lykanthrop ist mit jedem Spielstil kompatibel. Schurke, Magier, Krieger. Das und das ist mit jedem Spielstil kompatibel, aber das und das? Ah, warte mal. Ich glaube, je nachdem, was wir hier aussuchen an Dingens, an Punkten, wird unsere Klasse auch ausgesucht. Hier Hüter, Moloch. Was haben wir hier? Vandale, Barbar. Und Klingentänzer, Landsknecht. Ah, okay. Hier haben wir den Klingentänzer bisher ausgesucht. Okay. Wir sind bisher Klingentänzer. Deswegen, wenn ich aber auch in die Richtung mehr gehe, Vandale, Barbar. Die Erinnerungen des Vandalen verbessern euren Umgang mit Zweihandwaffen. Okay, wir sind aber einhändig. Dann Klingentänzer tatsächlich. Wir haben das hier gemacht, Klingenmeister. Ihr habt diese Erinnerung bereits freigeschaltet. Knochenbrecher, unermüdlicher Schlag. Haben wir freigeschaltet. So, diese Änderung schaltet alle Kriegerdisziplinen für euch frei. Das Gewicht schwerer Rüstung ist ab sofort um 10% reduziert. Außerdem erhaltet ihr das Talent Rage, das für kurze Zeit euren Waffenschaden erhöht. Will ich noch nicht machen. Ich will mal gucken, was macht das? Hyranische Kampfhaltung. Erhöht Angriffs- und Laufgeschwindigkeit, aber schmälert eure Fähigkeit zu blocken. Ich will das trotzdem mal machen hier. Und dann machen wir erst einmal das hier vielleicht voll. Dann in die Richtung. Und dann mal gucken, ob wir auch in die Richtung gehen. Weil hier auch viel mit Schild ist. Das hier dann auch noch. Werden wir dann zu einem Allrounder? Ich finde es aber gut, dass man hier Erfahrungspunkte sammelt. Ich hätte aber trotzdem irgendwie gerne, also das ist jetzt hier anders als in Skyrim. In Skyrim ist das irgendwie Learning by Doing. So, warte mal. Da Laubmöweneier, okay. Hier Feuervögeleier. Hier Gipfelstürmereier. Super. Die Quest möchte ich erstmal lieber doch nicht machen. Der größte Eiersucher aller Zeiten. Ich würde das hier vielleicht machen. Bis nach Mitternacht warten und den Troll Gnaldalf in der Königsbucht aufsuchen. Königsbucht. Wo ist denn die Königsbucht? Da unten? Einen Groschen mit ab. Bitte nur einen.
Ich brauche selber mein Geld, tut mir leid. Ich würde es vielleicht mal riskieren. Und dann mal schauen. Moralas Segen. So. Ich glaube, das hier ist schon die Bucht, oder? So, ich muss mal einmal noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Sorry, hatte noch mal kurz unterbrechen müssen. War eben ganz kurz wichtig. Aber ja, ich glaube, hier unten muss ich suchen, oder? Oder was steht da zum Thema Quest? Vor den Toren Arztgrafik, die Stahlwerte warten, Freda Goldschmalz. Sie boten an, mir ihren besten Esel kostenfrei zu überlassen, wenn ich ihr dafür im Gegenzug helfe, den Troll Gnarlf ausfindig zu machen, der seit mehreren Monaten nun schon sie und ihre Tiere dafür bedroht. Dafür soll ich bei Mitternacht die Umgebung und das Stadttor absuchen. Okay, also hier absuchen. Sorry. Schluck auf. Ach du abends. Tierisch, was zum... Ihr habt mich erschreckt, verdammt nochmal. Was wollt ihr? Seid ihr Gnarldalf? Bitte was? Dieses Grunzen, das ihr von euch geht, was ist das? Grunzen? Ich bete! Beim Namen der Sonne, habt ihr Scheirich denn überhaupt keinen Anstand? Sollen die Geister des Schandes euch doch holen? Ihr ignorante Ausscheidung eines Wüstenwurms! Ihr gehässiges Kamel, ihr... Moment mal, was? Wissen, ihr stammt nicht von hier, richtig? Was hat mich verraten? Meine Haut oder mein Name? Munzeln beides. Ich stamme aus Kyra. Aber ich war erst 6, als mein Zirkel hierher übersiedelte. Und da ich nächsten Monat meinen 60. Winter sehe, macht mich das vermutlich genauso endraläisch wie jeden anderen hier auch. Und weshalb seid ihr damals hergezogen? Das hatte viele Gründe. Sagen wir einfach, Kyra ist nicht das schillernde, exotische Traumland, als das manche Barden und Dichter es gerne verkaufen. Ich bin sehr glücklich, hier leben zu dürfen. Über Endaral kann man sagen, was man will, aber es ist zumindest friedlich und beständig. Was sicherlich auch daran liegt, dass Malphas hier herrscht und nicht Saldrin. Okay. Nein, weg von mir, weg von mir, weg von mir. Wo ist er hin? Ich muss irgendwie, wenigstens hilft er mir. So, ich brauche eben was, was mir... Autsch. Ich brauche mehr Hilfe. Aua. Wache! Wache! Ein Troll, schätze ich. Ach, wirklich? Saldrin, hüte mich vor eurem Scharfsinn. Was ich meine ist, wie zum Henker kommt ein Troll so nah vor die Stadttore? Diese Gardisten werden auch immer nachlässiger. Sie haben uns gerade geholfen. Ja. Naja, ich schätze, ich bin euch Dank schuldig. Ohne eure Hilfe wäre das übel ausgegangen. Jetzt entschuldigt mich. Ich bin eh schon viel zu spät dran. Trollfett ist 15 wert, nehmen wir mit.
Ich glaube, ohne die Wachen wäre ich auch hinüber gewesen. Aber ey, dafür kriegen wir einen kostenlosen Esel, hoffentlich. Kostenlos. Wenn... Vielleicht auch nur vergünstigt. So, ich will mir mal den Esel ansehen. Pferd. Okay, wir können aber da unten schlafen. Kostenlos. Dann würde ich da schlafen bis zum nächsten Morgen. Und okay, wir haben jetzt für den Troll die Erfahrungspunkte nicht bekommen, aber wenigstens... Aber ich fand das lustig. Er wird für den Troll gehalten mit dem Grunzen und war erstmal beleidigt. Ich hatte auch gedacht gehabt, so gerade kurz, vielleicht muss ich ihn jetzt töten, aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht ihn. So, bis 7 Uhr morgens. Lass mal so lange pennen. So, er ist mit seinen Gebeten fertig. Gibt es hier sonst noch was zum Einsammeln vielleicht? Eine Truhe? Die kann ich nicht looten. Schade eigentlich. Und hier überall diese Kanonen. So. Und? Irgendwelche Fortschritte? Ja, ich habe mich um euer Problem hin gekümmert. Gnaldalf ist tot. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Dieser Kyrana und dieser Shriam Gash hat der Garde ganz schön Feuer unterm Hintern gemacht. Aber er hat ja auch recht. Schöne Zeiten sind das, wo Bestien ungestört vor den Stadtmauern rumschlendern können und die Garde währenddessen Moralas Würfel in der Taverne spielt. Naja, danke jedenfalls. Ich werde die nächsten Nächte schlafen wie ein Neugeborenes. Jetzt kommt mit. Okay, folgen wir ihr. Ah, da ist ein Esel. Bitteschön, das ist Wirbelsturm. Ich schenke ihn euch, wie vereinbart. Das habt ihr euch mehr als verdient. Passt gut auf ihn auf. Wie wollt ihr euer Reittier nennen? Wie nennen wir ihn? Ist das ein Männchen oder Weibchen? Ich weiß, wie ich jemanden ganz bestimmtes Mal ärgern könnte. So. Nennen wir... Nennen wir den Esel... So. Ist ein Weibchen dann. Die mag Esel. Sie mag Esel, deswegen nennen wir das Eselchen jetzt nach... Benennen wir es nach ihr. Ich hoffe, wir können noch mehr Tiere haben und die auch benennen. Sieht aber auch echt süß aus. Jetzt ist nur die Frage, Männchen oder Weibchen? Für uns ist das jetzt ein Weibchen. Ich mag es. Wir parken hier. Wir steigen nochmal vom Pferd. Wie war denn das? Wie steige ich vom Esel? Ah, A gedrückt halten, okay. Wie ärgern wir mal ein bisschen? Ich hoffe, ich kann mir auch einen Hund kaufen oder so.
So, für ihn hatten wir ja auch noch eine Quest. So, ein Fuß in der Tür, im Konto nach Arbeit fragen, bei Andrassa tapfer Bluts nach dem Rechten sehen. Jeder Tag wie der letzte Teil, ne? In Alt-Raschengrad mit Lashiri treffen. Weil Helzels Schlüssel aus seinem Haus in Nebelheim bergen. Findet Max Schönblutes. Denn ich würde das machen, das gibt viel Geld. Wo müsste ich ihn suchen? Ich muss in die Richtung. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Zu wenig Wegestreue, zu viel kyranischer Philosophie schon, den die Menschen lesen. Das sind doch die wahren Ursachen für all das. Ja, okay. Gehen wir mal in diese Richtung. Madame? Der Herr? Schreitet wohl. So, ich frage mich aber auch, in welche Richtung wir uns hier dann entwickeln werden wollen. Wir müssen da lang. Schreitet wohl. Was ist denn das? Durchsuchen sichere Truhe. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung an Myredentüren sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Ach, wie cool. Okay, warte mal. Dann kann ich hier auch Sachen dann einlagern. Oder wie? Also, ich habe das Ding nicht mal angezogen. Aber den Stahlharnisch, okay. So, gleich mal. So, den wollte ich anziehen und den jetzt als Favorit machen noch. Dadurch greifen. Dann kann ich hier doch bei irgendwem. Meine Meinung will ja keiner hören. Die Händler sind noch nicht da, ne? Sieht ein bisschen besser aus. Hm? Anschlagbrett. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuchte aufgeschrieben. Der wegelose Bertolus der Schlitzer wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von Wildmagiern im Herzen. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht auf. Für sein Ableben sind 170 Endralea Groschen ausgeschrieben. Nehmen wir mit. Mehr gibt's da nicht. Ah, Händler sind schon da. Kommt zu Irinto Schaandasch und kauft Fisch frisch aus dem Roten Meer. Ah, da. Obst, frisches Obst. Schreitet wohl. Ich werde das kaufen. Zeigt mir euer Angebot. Aber immer doch. Eigentlich verkaufen kann ich aber nicht. Okay, nicht verkaufen. Verdammte Matrosen ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? Moralas Segen, Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. War Jan wohl das Beste, frisch aus. Ich mag ihn. Ich mag seinen Akzent. Ah, okay, aber ihm. Lebt wohl. Warte mal. Lebt das wohl. Das erkennen wir ja schon. Hm? So. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, ich wollte das hier verkaufen. Und den hier. Ah ja, und das hier. So, für Ambrosia, warte mal, Baldriswurzel und Windwurz, okay. Schreitet wohl. Baldriswurzel haben wir noch nicht. Frisches Brot, alles frisch von der Bauernküste. So, Südviertel, suchen wir mal den einen, den wir hier erledigt bekommen müssen. Ah,
Ah, ich will rennen. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Okay, ich muss aus der Stadt raus. Madame? Boah, aber ich mag die Stadt arg. Wir haben jetzt aber auch lange hier verbracht. Ich muss auch mal irgendwie raus in die Welt. So, die Disziplinhüter verbessert euren Umgang mit schweren Rüstungen. Ah, Hüter muss ich auch gehen. Okay. Ich muss auch in Richtung Hüter mich entwickeln. Ahoi! Weil... Madame. Obwohl, ich weiß noch nicht so ganz... Irgendwie, ich möchte schon hier mich in Richtung Allrounder entwickeln. Aber irgendwas müssen wir anfangs bevorziehen. Und ich glaube, anfangs erstmal irgendwie in diese Richtung so einhändig mit Schild und schwerer Rüstung könnte schon helfen. Ach, wir müssen direkt hier sein. Nur hier. Ist hier noch mehr? Ja. Yo, wie? Das geht ja jetzt deutlich schneller. So, nehmen wir mit, Menschliches Herz, Schwert. Nehmen wir alles mit. Herz einfach rausgerissen. Ah, das. Ist das alles? Alter. So, Straßendieb. Nehmen wir mit. So, wie viel tragen wir? 133 Kilo. Ich weiß nicht, wie sicher es ist, wenn wir hier jetzt reingehen. Das Lager scheint eilig verlassen worden zu sein. Kettenblitz. Notiz lesen. Schreitet wohl, Mark schönen Blutes. Gemäß unserer Vereinbarung gewähren wir euch als Dank für eure Feldarbeit einen Unterschlupf in unserer Scheune, nahe Ark. Sobald der Winter hereinbricht, könntet ihr einen Platz in Arks letzter Wache in der Nähe der Bauernküste finden. Handelt sich um einen aufgegebenen Ausposten des Heiligen Ordens, der errichtet wurde, um den Bergpass zur Bauernküste gegen Eindringlinge aus Talgard abzuwehren. Er wird aber seit Jahren nicht mehr vom Orden genutzt. Familie H. Stahlstadtkolben. Ich würde gern das Gold hier mitnehmen. Wieso kann ich das? Jetzt stecke ich hier fest. Den Wein kann ich mitnehmen, aber jetzt stecke ich hier fest. Und das Gold kann ich nehmen. Doch. 8 Groschen. Wo muss ich jetzt hin dafür? Ist das noch hier irgendwo? Da, okay, da hinten. Ist doch ein bisschen weiter Weg. Dann gesucht in Ark. Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Einen Fuß in der andere. Im Konto nach Arbeit fragen. Ich gehe nochmal zum Konto. Und ich würde nochmal was essen wollen. So, essen wir einen Apfel. Erhöht auf jeden Fall unsere Gesundheit noch mal ein bisschen.
noch mehr essen? Für 5 Sekunden? Ich finde es super, dass hier Essen doch wichtiger ist und dass das auch eine gewisse Zeit das ist. Vor allem hier Brezel, also fertige Gerichte, die sind besser als sowas hier. Mana-Pilz. So. Hm? Mhm. Ich frage auf jeden Fall noch meinem Konto nach. Hey, wartet mal. Ihr seid doch Nerimesen, oder? Ja. Woher wisst ihr das? Ja, sagen wir es so. Ich habe hier und da ein paar Augen und es ist immer gut zu wissen, wer, wann und wie in diesem Viertel verkehrt. Was wollt ihr? Hilfe! Ihr seid ein unbekanntes Gesicht und das ist genau das, was ich gerade brauche. Lasst es mich kurz machen. Ich bin Geschäftsmann und mein Spezialgebiet sind die flüssigen Genüsse. Bier, um das Kind beim Namen zu nennen. In den Arca-Tavernen werden vorwiegend 2 Getränke ausgeschenkt. Und das ist zum einen mein Bier und zum anderen Flussheimer Met. Dalsarca Honigwein, wie sie das Gesöff nennen. Eigentlich haben die Flussheimer Kälterei und ich eine Vereinbarung, aber die achtet der neue Winzer ungefähr so viel wie die Ralata den rechten Weg. Deshalb will ich, dass ihr mir helft, ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit zu üben. Was habe ich davon? Ausgleichende Gerechtigkeit klingt mir etwas zu suspekt. Vergesst es. Gut, ich helfe euch. Was für eine Vereinbarung? Was habe ich davon? Oh, eine Menge. Je nachdem, wie gut ihr euch schlagt, könnten wir sogar darüber reden, euch als Teilhaber an den zukünftigen Gewinnen meiner Brauerei zu beteiligen. In Maßen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, das kommt ganz darauf an, wie ihr euch schlagt. Hm? Was für eine Vereinbarung hattet ihr? Na sowas. Ihr interessiert euch. Das ist gut. Ich mag neugierige Leute. Es ist ganz simpel. 7 Fässer pro Taverne und pro Woche von mir, 7 Fässer von ihm. Niemand versucht mehr für sich herauszuschlagen oder den anderen übers Ohr zu hauen. 7 Fässer pro Taverne? Ihr meint, jede Taverne kauft je 7 Fässer Bier von euch und 7 Fässer Met aus Flussheim? Richtig. Auf die Art und Weise besteht ein Gleichgewicht. Sollte eine Schenke mehr Bedarf haben, wurde das immer zwischen meiner Brauerei und der Kälterei zuvor ausgemacht. Fakt ist, der neue Winzerbursche interessiert sich nicht für die alte Vereinbarung. Er hat mich beim fetten Leoren, der Arka-Edelschenke, angeschwärzt. Und dessen, verzeiht meine Worte, beschränkter Wirt hat sich überzeugen lassen. Seit 3 Wochen bleiben nun die Bestellungen vom fetten Leoren aus. Hm. Gut, ich helfe euch. Sehr schön. Hier. Das ist ein Fläschchen hochkonzentrierter Essig. Schleicht euch in den Keller des fetten Leoren im Oberviertel und kippt den Inhalt dieser Flasche in das große Metfass. Und das muss ich zwar nicht sagen, aber dennoch kein Wort zu niemandem. Oh, gestatt Rache ist sauer. Das Metfass gegen das Essigfass austauschen? Klingt interessant. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und zwar direkt. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.